So Leute, hier ist wieder Zossen Pounds. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig einen Plan ausgearbeitet. Ich will jetzt eigentlich nur, dass schnell die Zeit vorbeigeht, damit ich die verdammten Teile krieg. Okay, jetzt schlafen gehen war eine scheiß Idee. Jetzt ist es mitten in der Nacht. So, hier, um nochmal auf die Karte zu gucken. Wir haben einen vergessen. Ich, wir. Auf jeden Fall, da war noch einer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber jetzt nicht die Welt. Schauen wir mal, was in der Glotze so läuft. Was soll das denn? Hallo? Hallo? Arsch! Kann aber nicht wahr sein. So, wir haben ein klein bisschen Hunger. Pinkeln im Strahl. Yeah, dann knallen wir uns doch mal eine leckere Packung Würstchen rein. Frisch einsortiert. Sehr schön. Damit haben wir jetzt nur noch ein bisschen Durst. Gut, jetzt haben wir auch keinen Durst mehr. Hey, leider ist es jetzt so arschdunkel, dass ich jetzt gar nicht so recht weiß, was wir jetzt machen sollen. Da sieht man ja immer nichts. Kann man sich nochmal schlafen legen? Nur für ein paar Stündchen. Nee, geht nicht. Okay, machen wir hier mal Licht an. Blättern wir? Nö, im Teilekatalog haben wir eigentlich genug geblättert, oder? Oh, dann saunieren wir doch eine Runde. Ja, klar. Das ist doch der Plan der Pläne. Oh, komm hier, machen wir hier die Tür zu. Schließlich stinken wir wie Hulle. Mindestens. So, erstmal eine ganz entspannte Runde hier in der Sauna drinne. Der kleine Mann sagt, es ist schön heiß hier. Wunderbar. Dann warten wir doch einfach mal. Gleich müsste der Dreck anfangen runterzugehen. Ich habe das Gefühl, dass die Balken ein gutes Stück länger sind, als da angezeigt wird. Dreck geht jetzt wahrscheinlich gerade über den gesamten Bildschirm und muss von da erstmal wieder weggehen. Ich bin immer noch sehr gespannt, dass das hier jetzt bald mal losgeht. Oh, wir trinken mal ein Bierchen. Nö. Oh, ja, das ist gut. Okay, hat nur bedingt was gebracht. Aber ansonsten machen wir eigentlich alles richtig. Los, komm, du scheiß Anzeige, jetzt geh halt endlich runter. Wir trinken noch ein Bierchen. Bierchen in der Sauna trinken ist doch eigentlich, da würden wir noch richtig besoffen von. Habe ich zumindest mal gehört. Ich besitze keine Sauna. Schade eigentlich. Ja, da, ihr seht's, der Dreck geht runter. Es ist dafür ganz wichtig, dass ihr auf der obersten Stufe sitzt. Bei den anderen beiden funktioniert das irgendwie nicht so. Erstmal heilschwitzen hier. Nicht wahr? Ja, genau. So, jetzt geht uns bald das Bier aus. Das ist natürlich blöd. Die anderen beiden behalten wir vielleicht nochmal hier drinne. Und warten jetzt mal, bis der Dreck weg ist. Ich hoffe, das schaffen wir noch, bevor wir in der Sauna verdursten. Was irgendwie lame wäre. Schließlich ist der Wasserhahn dort. Oh, es ist rot. Okay, gehen wir mal schnell einen Sögen trinken.
So, und dann würde ich sagen, setzen wir uns da gleich wieder rein. Wir sind ja noch nicht ganz sauber. Ich wäre aber gerne mal wieder ganz sauber. Das war so nicht geplant. Passiert, wenn man so viel Bier in der Sauna trinkt. Das muss ja vielleicht stinken. Sag mal, was ist da draußen los? Was ist hier los? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ey, aufgepasst, ich habe einen Schraubenschlüssel. Und eine Taschenlampe. Was du wollen? Zeig dich. Hallo? Ach so. Wer immer es war, er wollte unser Mofa umkippen. Arsch! Was soll denn das? Komm doch auch nicht zu dir nach Hause und schütte deinen und kipp deinen Mofa um. Mann, 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 du. Na egal. Was sagt denn die Uhrzeit? Die Uhrzeit... Oh Gott, die liegt ja auf dem Boden. Kurz nach 1. Viertel nach 1. 20 nach 1. So um den Dreh. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal die Taschenlampe, holen schon mal den Dings hier. Den, obwohl, nee, dann können wir ja... Kann man dabei jetzt was nehmen? Ja, das habe ich mir nämlich gleich gedacht. Na, das ist ja wieder super toll. Ich dachte, sonst gehen wir jetzt mit der Taschenlampe einfach mal schnell den Dieselkanister holen. Schaffen wir das auch so? Ich glaube eher nicht. Dann bleibt uns wohl nur der Gerät. So, zack. Und Ding, ding, ding. Moment, kann man auf dem Ding hier überhaupt was nehmen? Oh, ich weiß das gar nicht. Wir werden das jetzt ausprobieren. Scheiße. So, hier irgendwo müsste er stehen. In der Theorie zumindest. Aber ich sehe ihn nicht. Da! Dort steht er. Nein! Wir haben ihn! So. Wir haben ihn.
Das heißt, wir müssen jetzt nur noch... es schaffen, wieder nach Hause zu fahren. Na, das war ja mal eine Aktion wieder, ne? So, absteigen. Das Ding haben wir noch. Hier, den packen wir gleich mal hier in den Kofferraum. Och, du blöder Kofferraum. Was hast du gegen mich? So. Ich hoffe, der passt da irgendwie rein. Ah, nicht so richtig. Aha! Wunderbar. Das hätten wir. So, wenn, wie ist es jetzt hier mit der verdammten Autoteile? Wie lange dauert das? Ich weiß das nicht. Wir können aber auf jeden Fall jetzt mal wieder pennen gehen. Was gut ist, denn dann ist die Nacht endlich vorbei. Wunderbar, wir haben wieder Tag. So, und es, was ist das hier? Eine Rallye. Lauantaina, was ist denn das für ein... Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß, dass das die Rallye ist, das erkenne ich an dem Strich, aber beziehungsweise an der Strecke, aber ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich glaube, wir bauen die Dinger hier mal an. Auf unsere wunderschönen roten Felgen. Rear Left. Die sehen doch alle gleich aus, ist das nicht scheißegal? Man die festschrauben? Nö, ne? Ich meine, so hübsch sind die Teile jetzt auch gar nicht. Kann man die lackieren? Das werde ich sonst sowieso nur wieder gefragt. Wie wär's mit Weiß? Das sieht nicht so aus. Das ist ja schade. Denn die Farbe, die sie haben, ist ja wohl absolut hässlich. Rare, right? Nehmen wir. Machen wir. Stecken wir hier mal ran. So, was haben wir hier noch? Front, right? Wollen wir mal unseren anderen Sitz anbauen? Dann könnten wir den Betrunkenen abholen. Muss man die etwa doch festschrauben? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, im realen Leben steckt man die doch auch nur an. So. Oh, jetzt habe ich unser wunderschönes Orange-Rot ein wenig überdeckt. Aber das ist nicht so schlimm. Ja. Jetzt ist guter Rat teuer. Wir müssen ja irgendwie zu Hause bleiben. Wir können ja jetzt... Wenn wir jetzt losfahren... Dann verpassen wir den wichtigen Anruf. Nee. Tanken wir mal wieder unser Mofa-Pet-Gedöns auf. So, wunderbar. Ja, aber was nun? Was nun? Ich traue mich jetzt nicht wegzugehen.
Ich denke, wir werden uns tierisch besaufen. Jack. Hehe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, noch eine. Ah, komm. Nein. Nein. Komm her, du blöde Flasche. Nein. Hallo? Ich erwisch die Flasche nicht. Huch, wo ist sie? Huch! Wir versuchen das mal lieber so im Liegen hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da hilft nur noch eine Flasche. Oh. Absturz. Was? Wie sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, er hat einen Schädel. Nachvollziehbar. Irgendwie nachvollziehbar. Aber eigentlich sollte man Dreck wegmachen können, indem man schwimmt. Hab ich irgendwo gelesen? Das stimmt ganz offensichtlich nicht. Und Alter, haben wir einen Schädel. Zittern noch voll. Okay, das war irgendwie witzig. Kann man mal machen. Dann müssen wir jetzt nur dieses Stückchen hier wieder zurücklaufen. Puh. Aber es ist immer noch Dienstag. Ist also alles soweit Schickulagi. Ja. Oh Gott, was macht man gegen dieses Zittern? Hallo? Oh Gott. Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So muss man mal jetzt ein Auto versuchen zu reparieren. Das ist ja... Kann man hier eigentlich auch drin schlafen? Nee, ne? Schade eigentlich. Okay, da bleibt nur ein bisschen Fernsehen. Topless. Ist das sowas wie Top Gun? Nur anders? Fun Video... Was? Ist das ein Musikvideo? Ah. Das Lied kenne ich doch aus. Aus Dingens hier. Aus dem Radio. Ich hab dich im Radio gesehen. Ist das ein Liebeslied? Schwer dem Programm zu folgen, wenn man so zittert. Ich bin fasziniert vom Fernsehprogramm. Auch wenn es so wackelt. Okay, wir müssen irgendwas gegen dieses Gezitter machen, ey. Ich glaube, das Beste, was da ist, ist ein Konterbier. Ja, wird's besser? Nein. Es ist nachweislich nicht besser geworden. Definitiv nicht. Ansonsten hilft nur schlafen.
Aber wir sind nicht besonders müde. Ich weiß nicht, ob wir schon schlafen können. Oh, naja. Ja, können wir. Haha! Hoffentlich geht's uns dann auch besser, ey. Also, das ist ja... Das ist ja... Der Typ ist ja... Oh Gott. Er zittert immer noch so. Und jetzt wird schon wieder kein Programm mehr übertragen. Warum nicht? Wie spät ist denn das? Was ist denn hier der Lichtschalter? Ja. Kurz nach Mitternacht und es gibt kein Fernsehprogramm. Naja, war früher so, ne? So, ich sehe, die Folge endet. Ich melde mich wieder, wenn wir nicht mehr so zittern. Bis dahin, macht's gut, euer Tassenbounce.